Hallo, grüß Gott, buenos dias, buenas tardes, liebe Leute, schön Sie hier zu sehen. Mein Name ist Friederike, ich bin die Leiterin der Redaktion des Ibiza Kurier. Und der Ibiza Kurier, für die, die das noch nicht wissen, das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Aber natürlich, wenn Sie hier eingeschaltet haben, dann wissen Sie das schon. Und wahrscheinlich sind Sie sogar Abonnent und das vielleicht sogar schon seit vielen, vielen Jahren, wo ich mich wirklich an dieser Stelle mal bedanken muss und möchte, weil ohne unsere langjährigen Leser und unsere treuen Fans, die uns auch in schweren Zeiten die Stange gehalten haben, ohne die gäbe es uns auch heute nicht mehr und ohne sie wird es uns auch zukünftig nicht geben. Also bitte unterstützen Sie uns weiterhin und als kleines Schmankerl darf ich Ihnen heute hier wieder ein Schnipsel präsentieren. Das heißt, wir gucken in die aktuelle Ausgabe rein. Ich will Sie natürlich nur neugierig machen und Sie dazu verleiten, hier unter dem Video dann in den Beschreibungstext zu gehen oder zu klicken und sich sofort die Ausgabe auch zu kaufen. Genau, jetzt gucken wir erstmal kurz rein. Ne? Also eins nach dem anderen. Du kannst danach immer noch klicken und kaufen. Aber jetzt gucken wir erstmal rein. Und zwar, ja, August 2024, dick gepackt, voll gepackt mit also wirklich super interessanten, spannenden Themen. Kritisch kontrovers, manchmal bizarr und fast nicht zu glauben. Und ja, und jetzt im Sommer, genau, haben wir natürlich auch die Rubrik Gastronomie und Szene sehr dominant im Blatt. Weil natürlich im Sommer, da ist hier Halligalli auf Ibiza, da sind die Discos alle offen, wir haben hunderte von Besuchern jeden Monat, die in die Clubs strömen, jüngere Leute, aber auch ältere Leute, weil Ibiza wirklich für jeden, der Musik mag und Tanz mag und Spaß mag, irgendwas zu bieten hat. Also es gibt so viele Locations. Da empfehle ich Ihnen übrigens die Ibiza Bible. Das ist unser Veranstaltungskalender, den wir im Sommer einmal rausbringen. Da sind alle Partys drin, von Juni bis Oktober. Also Sie brauchen dann gar nichts mehr. Das ist der einzige und auch damit der beste und tollste und umfassendste Veranstaltungskalender, den es gibt. Gibt es auch als Heftchen und auch zum Downloaden unter ibiza-bible.com. Also, wenn Sie wissen wollen, was in den Diskos passiert und aber auch andere Gastronomie-Tipps und so. Also super, super. Heftchen, Publikation und ja, auf Ibiza kriegen Sie den an jeder Ecke und wenn Sie sich im Vorfeld schon informieren wollen, dann gehen Sie auf die Webseite. Und hier im Ibiza Kurier haben wir natürlich auch ein bisschen das Thema Clubbing und da haben wir uns jetzt mal angeschaut, wie viel verdienen eigentlich die DJs auf Ibiza. Ne? Also man sieht ja immer diese großen Billboards und da stehen immer diese großen Namen und da sind dann irgendwelche Typen drauf abgebildet, meistens sind es männlich. Männliche DJs. Deswegen kommt in unserer Übersicht in dieser Ausgabe unter den reichsten DJs der Welt, beziehungsweise die mit den höchsten Gagen der Welt, auch keine einzige Frau vor. Sind alles Typen, alles Männer. Kein Problem. Ich gönne es ihnen ja. Naja, ein bisschen neidisch bin ich schon, weil wenn ich mir gucke, was die verdienen, ist das schon echt krass. Also, wie viel verdienen die Ibiza-Superstar-DJs eigentlich? Weltklasse Musik, die besten Clubs der Welt, alles klar. Aber sind die wirklich ihr Geld wert, die DJs? Also bei den Summen, da haben wir jetzt zum Beispiel, also die spielen alle auch auf Ibiza, ne? Steve Aoki, der hat laut Forbes so circa 30 Millionen macht er im Jahr. Martin Garrix, der macht 18 Millionen im Jahr. Tiesto, da hat man nur die Zahlen von 2019, der macht da 2019 22 Millionen Euro im Jahr. Ah, so ein bisschen Knöpfchen drehen und die Hände in der Luft strecken. Und ich mit meinem akademischen Abschluss, ich denke mir immer, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich glaube, ich sollte auch DJ werden. Oder einen DJ suchen. Ich glaube, was ist los? Okay, also wenn Sie das interessiert, hier mit den DJs und den Gagen und wer noch alles hier, Skrillex, Afrojack, David Guetta, Marshmello, Calvin Harris natürlich, der hier übrigens, wie viel verdient der 2018? Ah ja, okay, 48 Millionen Dollar hat er 2018 verdient. Ja, interessant, ne? Jetzt hat er sich aber hier in der Nähe von Santa Eulalia noch eine Biofarm gekauft. Ich weiß nicht, ob da noch was übrig ist von dem Geld, weil die Fincas sind so teuer geworden auf Ibiza. Na gut, also,
Gucken Sie mal hier unter dem Video, Beschreibungstext, dann können Sie sich die ganze komplette Ausgabe kaufen, downloaden und lesen. Und ich wünsche Ihnen viel Freude mit der Lektüre und ich freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder hier einschalten beim nächsten Schnipsel. Bis dann. Ciao, ciao.